Boah. So. Können wir eigentlich da auf dieses Schiff rauf? Oh, schaffen wir den Sprung? Ja, tatsächlich. So. Oh, scheinbar ist da alles maschinengesteuert. Aber ich würde sagen, wir hüpfen mal auf das Haus. Ja, wir... Nicht Panik ist das Gebot der Stunde, sondern beten. Okay, wenn ihr meint, oh, da ist ja der berühmte Prophet. Naja, jedenfalls, da wir ja schon sehr viel gestohlen und gegessen haben, würde ich sagen, wir machen bei diesem Haus keine Ausnahme und brechen da mal ein. Hallöchen! Lansdowne-Anwesen. Hallo, wer ist denn Lansdowne? Anscheinend ist die Dame im Haus gerade nicht zu Hause. Hallöchen. Warte, ich gehe zuerst nochmal rauf. War da noch was? Nee. Okay. Dann gehen wir mal weiter runter. Hey, da ist ja eine Waage. Die nicht funktioniert, weil es nur eine Textur ist. Ah, oh, ist das schön. Oh, die Blase hat mir schon gedrückt, seitdem ich hier angekommen bin. Ganze Wasser damals beim Leuchtturm, das hat mir schon auf die Blase gedrückt. Und hier haben wir eine Schatztruhe. Sie ist verschlossen, nein. Ja, ja, Alter, ich wollte das gerade erklären. Wir brauchen den Schlüssel zum Schloss. Schauen wir mal, ob wir vielleicht hier Infos finden. Otis arbeitet Teilzeit oben in der Loge. Er ließ diese Kiste aus einer ihrer geheimen Zeremonien mitgehen. Und ich bin mir sicher, sie enthält etwas Wertvolles. Leider ist Otis aber nicht eben der Hellste. Er hat vergessen, den gefiederten Brüdern auch den Schlüssel abzuluxen, mit dem man das Ding aufkriegt. Okay, also das ist ein Hinweis auf den Schlüssel. Schauen wir mal, ob wir den auch finden. Hallo? Irgendwie spielt das auch nicht wirklich was, oder? Okay. Ah, da unten gibt's ja noch mehr zum Ausrauben. Oh, Hallöchen. Ich bin nicht wie der Rest. Ich bin progressiv. Was heißt denn progressiv? Naja, egal, du. Ich meine, wenn du einfach die Klappe hältst und nicht weiter erzählst, dass ich dich ausgeraubt habe, dann darfst du am Leben bleiben, weil zum Beispiel hier haben wir schon mal, weiß nicht, das war ein 100er, glaube ich. Und hier noch ein bisschen Geld. Ja, ich glaube, damit können wir leben. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Progressiv, und ich komme später wieder vorbei, wenn ich den Schlüssel für die Truhe habe, okay? Alles klar. Wiederschauen. Ach so, ja, Entschuldigung. Ich habe ein bisschen Warmwasser verbraucht. Ich hoffe, Sie haben noch genug für Ihre Dusche, weil die haben Sie dringend nötig. So. Gut. Dann würde ich sagen... Und nützen wir mal unsere langen Arme. So. Ein bisschen Geld. Also wo da überall Geld einfach so versteckt ist, ist ein Wahnsinn. So. Die Tauben da können wir aus irgendeinem Grund nicht töten. Das wusste ich übrigens auch nicht, dass die nicht wirklich tötbar sind. Das ist so eine Flasche hätte ich jetzt auch gerne. Ich bekomme jetzt Durst. Ich trinke jetzt mal von meiner Cola. Weil wie Frankie lebe auch ich von Cola. Also Frankie aus One Piece, falls das euch ein Begriff ist. Ich glaube, den können wir auch durchsuchen. Okay, im Briefkasten hat keiner Geld reingesteckt. Aber hier sind schöne Äpfel. Ich habe gerade noch gesagt, ich mag jetzt auch so eine Flasche haben. Aber ich glaube, ich habe heute schon zu viel getrunken, bevor ich mich noch übergebe. Und nein, das geht im Spiel. Gott sei Dank nicht wirklich. So. Gut, dann gehen wir halt mal da rein. Wir sind im Montgomery-Anwesen. Keine Lösung. So sehe ich für Ihre Sache und Ihre Leute. Es darf kein Blut fließen. Was sollen diese armen Neger denn tun, so wie man sie behandelt? Das musste ja alles so kommen. Es muss nicht unbedingt Gewalt im Spiel sein. Das finde ich auch, ja. Wir brauchen keine Gewalt. Das ist er. Das ist der Gesuchte. Gehen Sie, man fahndet nach Ihnen. Polizei, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie sind hier. Sch,
Seien Sie still. Shit. Okay. Okay, sie sind direkt vor der Tür. Kann ich vielleicht aufs Klo gehen, ohne aufzufallen? Ich will es nicht probieren. Okay, also weiter. Okay, sie gehen weiter. Hier haben wir... Essen. Verbandszeug, okay. Okay. Kein Wunder, dass die uns helfen, weil... Ja. Die werden nicht sonderlich gut behandelt, wie wir gesehen haben in dieser Stadt. Irgendwie ist es schon ein bisschen deprimierend. So. Hoffen wir mal, dass die uns nicht irgendwie ins Haus laufen gleich. Weil ich habe schon ein bisschen viele Leute heute getötet. Vor allem eigentlich unschuldige Polizisten, die eben eine, die wollen auch nur ihren Job machen. Und die... Oh shit. Fenster, nee. Die Türen gehen von alleine auf, okay. Moment. Können wir das kurz mal ausmachen? Ich habe irgendwas Komisches gehört. Naja, vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Okay, ich glaube, es gibt eh keinen anderen Weg, als nach draußen zu gehen. Also würde ich es mal sagen. Hier ist Johnny! So, irgendwo da. Oh oh. Ich glaube, die suchen wieder Hilfe. Da bist du. So, das hätten wir erledigt. Oh, da haben wir den Kinetoskop für später. Und ein Voxophon auch noch. Und ein elektrisches Pferd auch noch. Bam. Oh oh. Das sieht nicht so gut aus. Oh, ich hab keine Schalze mehr. Oh fuck. Ich will mich aber nicht zum Kampf stellen. Bitte was? Feuer reinigt? Da ist man dann doch danach ganz... Er hat seinen eigenen angegriffen. Ach so, das ist ja das, was ich gerade die ganze Zeit mache, die Leute wegstoßen. Weil dann fliegen sie einfach weg. Und das ist teilweise sehr nützlich, vor allem im 1999-Modus. Ja. Ich will aber nicht handeln. Obwohl ich tue das die ganze Zeit. So, hier haben wir ein Kinetoskop. Gefahren von allen Seiten. Wir müssen uns stets vorsehen. Gegen die Geißel der Vox. Seid wachsam für Columbia. Ende. Danke für diese Propaganda. So, und wir hatten hier noch ein Voxophon vorhin. Wo bin ich denn da? So, da haben wir noch... hallo? So. Comstock kam bei Tagesanbruch an meinem Wagen vorbei. Er war ganz gebannt vom Anblick meiner Skalptrophäen. Er fragte, von wem die Weißen seien. Ich sagte, nun Sir, wenn ihr wild im Urwald haust und es mit den Wilden treibt, warum Haare spalten? Kein Lächeln. Entweder er hat noch nie erlebt, dass einer es wie die Indianer macht, oder er hat es zu oft erlebt. Jedenfalls, jetzt soll ich Daisy Fitzroy für ihn jagen.
Hoffentlich erwartet er nicht, dass ich sie ihm ausgestopft an die Wand hänge. Okay, ja, von Daisy Fitzroy haben wir ja schon auf dem Jahrmarkt gehört. Die ist, glaube ich, nicht so beliebt. Weil man bekam Bonuspunkte, wenn man sie abschoss. Okay. Wild West Show, okay. Preston Downs war das. Alles klar, dann wissen wir ja schon, wer das ist eigentlich. War der für eine Wild West Show zuständig und jetzt soll er aber anscheinend wirklich jagen oder so. So, ich glaube, da haben wir sonst nichts mehr. Okay. Hier haben wir noch ein bisschen was. Hallo? So. So. Ja, ich weiß, das Durchsuchen ist ein bisschen langweilig, aber ich will keine interessanten Sachen verpassen. Ach so, genau. Easter. Peyton Lane Easter and Sons. Ich glaube, Easter war auch der Name von einem Gewinner von einem Wettbewerb, weil da gab es irgendwann einen Wettbewerb, dass man seinen Namen ins Spiel bringen konnte und der hieß halt, glaube ich, Easter mit Nachnamen. Deswegen steht jetzt überall auf den Pferden Easter drauf. Das ist auch cool, oder? Stellt euch vor, da würde jetzt überall Lore 3D stehen, wenn ich gewonnen hätte. Das wäre so schwul. So, okay. Comstock fights the Serpent of Nations. Ja, wir haben vorhin schon gehört, dass er da bei dem Boxer ein bisschen mitgeholfen hat. Unser guter Comstock. Und deswegen sind wir jetzt hier. Odemus Patria Nostra Defendere. Das heißt, glaube ich, irgendwas, wir verteidigen unsere Heimat oder so. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Heißt das, glaube ich, übersetzt oder so? Nee, eigentlich habe ich keine Ahnung. Aber irgend sowas in die Richtung wird es wohl... Oh, Framelag. Irgend sowas in die Richtung wird es wohl heißen. Das sind lauter Krähen. Das gefällt mir nicht. Gehen wir mal rein. Der Orden der Raben. Oh. Sag mal, ich höre es schon wieder. Was ist denn das? Oh, wartet mal kurz. Ich gehe mal erst ein bisschen weiter. So. John Wilkes Booth. Vollgeschissen. Wie man es von Raben erwartet. Wie sind wir hier jetzt eigentlich? Das ist ein sehr komischer... Er war doch noch ein Kind. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, ich... Ich dachte nicht, dass die mich angreifen, ganz ehrlich. Ich meine, ich hatte auch nicht in Erinnerung, dass hier freundliche NPCs war, aber... Warum drücke ich immer Tab? Aber ich hatte auch nicht in Erinnerung, dass das solche Arschlöcher waren. Zuerst so tun auf, er war doch noch ein Kind und dann plötzlich... Alter, bitte. Können wir das jetzt mal demonstrieren? So. Achso, das war der letzte. Aber seht ihr, jetzt brennt er und würde er zu anderen hinrennen, dann hätte er Anker angezündet. Naja, dann gucken wir dem halt noch schnell beim Selbstmord zu. Geschunden und blutig. Geile Todesgeräusche. So, da war die Leiche. Ich dachte mir schon, hey, das ist keine Leiche, das sind Bretter. Wir haben da sogar Nester gebaut. Und wieder eine coole Musik. Wo ich nicht weiß, ob das auch ein Cover von irgendeinem berühmten Lied ist, aber keine Ahnung. Dam, dam. So, hier haben wir noch ein Voxophon. Und als der Engel Columbia den Gründern die Werkzeuge gab, das neue Eden zu erbauen, taten sie es ohne zu zögern. 85 Jahre lang bereiteten sie dem Herrn den Weg. Als aber der große Abtrünnige kam, brachte er Krieg mit sich und die Felder Edens wurden getränkt mit dem Blut der Brüder und Schwestern. Die einzige Befreiung, die er zu bieten hatte, war der Tod. Ah ja, geiler Prophet und so. Ach Gott, ich bin jetzt schon fertig von der ganzen Schießerei. Bitte.
bitte, was ist das? Ist das ein Hase? Krähen essen doch keine Hasen, oder? Oder ist das ein kleines Schwein? Ach Gott, ich will es gar nicht wissen. Oh, cooles Bild. Bitte was? Abraham Lincoln erschießen? What the fuck? Also ich glaube, die sind da wirklich ein bisschen Ku Klux Klan mäßig drauf, kann das sein? Sag mal, ist das Essen alles für die Krähen? Hör mal, das hätte ich alles essen können. Ich esse nämlich gern. Okay, Krähen können, wir sind auch irgendwie unverwundbar in dem Spiel. Geht. Das ist alles sehr eklig. Schämt euch, Krähen. Schämt euch. Shoot.